Wir sind Sigrid und Natascha. Und wir sind hier im Makerspace in der Schildler Bibliothek und wir zeigen euch heute, wie man Schlüsselbänder nähen kann. So schauen die aus. Oder auch so. Ja. Und ja, auf geht's, ne? Materialien vorstellen, die wir für unseren Workshop benötigen. Zunächst einmal natürlich Scheren. Eine große Schneiderschere und eine kleine Fadenschere am besten, um gut an der Nähmaschine arbeiten zu können, die wir nachher auch gleich noch brauchen. Wir Stecknadeln, immer ganz gut, um Sachen fixieren zu können. Und dann natürlich unsere Zange und die Schlüsselbandrohlinge, ohne die unser Schlüsselanhänger leider nicht funktionieren würde. Und als nächstes natürlich ein wunderschönes Gurtband, was wir hier in verschiedenen Farben haben. Und passend zu den Farben des Gurtbands auch schöne kleine Webbänder in verschiedenen Musterungen. Da kannst du dir was Schönes aussuchen. Passend dazu verschiedenes Nähgarn in passenden Farben zu unseren ausgesuchten Materialien. So, für unseren ersten Schritt brauchen wir hier dieses Gurtband und das schneiden wir ab, nämlich auf die Länge vom Webband. Wir legen das hier drauf, schauen, wie lang das geht, schneiden es hier ab. Jetzt brauchen wir das Gurtband nicht mehr. Für den nächsten Schritt brauchen wir die Stecknadeln. Dazu stecken wir das Band hier mittig fest. Du musst darauf achten, dass es hier mittig liegt. Dann gehst du einmal rein, faltest das Band und kommst hier wieder raus. Das machen wir jetzt ein paar Mal, bis das ganze Band fest ist. Und an der Nähmaschine haben wir einen Zickzackstich eingestellt, um das Band aufzunähen. Das ist einfacher, damit einmal zick direkt neben das Band geht und zack auf das Band. Zick, zack, zick, zack, immer so hin und her. Wir positionieren das hier auf der Nähmaschine. Zur Orientierung ist ganz bei der Nähmaschine ganz schön, gibt es einen Schlitz des Nähmaschinenfüßchens in der Mitte. Und da kann man auch sehen, dass das Band genau an diesen Schlitz festgesetzt wird. Wichtig ist, dass das Nährfüßchen runtergeht und dann kann es losgehen. Und rechtzeitig, bevor ich bei der Stecknadel bin, natürlich die Stecknadel rausziehen, reinstecken, damit die nicht über den Tisch kullert und durch den Raum und los geht's. Ja, und wenn dir das hier mal passiert, dass so eine Blase entsteht, ist kein Problem, dann kannst du das Band einfach bis nach hinten durchschieben und bis zum Ende durchnähen. Am Ende angekommen, Füßchen hoch, Richtung umdrehen, wieder positionieren und wir treten die Rückfahrt an. Den Faden abschneiden, den auch. Und wie das hier bei uns passiert ist, kann es sein, dass hier ein bisschen was vom Webband übersteht und hier ist ein bisschen zu wenig. Das macht auch gar nichts. Wir schneiden das einfach auf beiden Seiten bündig ab. Jetzt falten wir das einmal hier in der Mitte, schauen, dass das hier wirklich aufeinander liegt. Macht auch gar nichts, wenn hier so ein bisschen was übersteht, weil wir nehmen jetzt nämlich diese Klemme, legen die da drüber und befestigen sie mit unserer Zange. Schauen wir erstmal, das ist manchmal gar nicht so leicht alleine. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt jemanden. Und dann einmal ein bisschen zudrücken. Wir machen jetzt mal auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Und dann drücken wir nochmal fest. Und ihr könnt mal den Test machen. Wenn das fest ist, dann seid ihr auch schon fertig. Und wenn dein Teil endlich fertig ist, kannst du es an deinen Schlüssel dranhängen. Ja, wir hoffen, dein Schlüsselband ist gelungen und wenn du Lust auf mehr hast, dann schau dir einfach noch unsere anderen Videos an und wenn du Lust hast, mal wieder vorbeizuschauen, dann schau einfach auf die Öffnungszeiten unserer Bibliothek in den verschiedenen Kanälen. Dort steht, wann wir wieder öffnen, denn wir hoffen natürlich auch wieder bald live und in Farbe mit euch arbeiten zu können. Bleibt dran!